HR IT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München. Für Personalabteilungen ist die Digitalisierung ihrer Prozesse nicht nur eine Effizienzfrage. Die Gewährleistung von Arbeitsabläufen ist in Zeiten von Corona und Homeoffice eine große Herausforderung. SAP-Anwenderunternehmen, die HR-Prozesse digitalisieren wollen, besitzen mit dem On-Premise-basierten SAP-ERP-HCM ein umfassendes Repertoire an Möglichkeiten, die dem einen oder anderen vielleicht noch nicht bekannt ist. Die Rede ist von dem HCM-Modul Prozesse und Formulare. Eine Lösung, die in Verbindung mit SAP Fiori mobiles Arbeiten, aber auch eine hohe Automatisierung von Prozessen ermöglicht. Damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von HR IT Talk. Heute ist nämlich Michael Schäffler in der Gastrolle und ich führe Sie als Gastgeberin bzw. Moderatorin durch den Podcast. Mein Name ist Sabrina Flach. Ich bin Marketing-Specialist bei Projekt 0708 und ja, ich freue mich, Michi, mit dir heute den Podcast durchzuführen. Ganz herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast. Ja, danke für die Einladung, hätte ich was gesagt. Sehr gerne. Wie ist es für dich, heute mal auf der anderen Seite zu sitzen? Ja, schon besonders, ganz besonders. Also es gab in den 90er Jahren mal so ein TV-Sendeformat auf dem heißen Stuhl, glaube ich, hieß das. Und genauso fühle ich mich gerade. In der Tat ein bisschen aufgeregt. Ja, jetzt weiß ich, wie sich meine Gäste sonst so fühlen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich denke mal, die meisten von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kennen dich vielleicht schon, haben schon viel von dir gehört. Aber es gibt bestimmt noch den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt. Daher kurz die Frage, möchtest du dich nochmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was hast du gemacht? Sehr gerne, Sabrina. Also, Michael Schäffler mein Name. Man hört es nicht, aber ich bin Münchner, bin hier im Münchner Head Office auch ansässig, bin seit über 20 Jahren im SAP-Geschäft tätig, habe lange Jahre im Maschinenraum arbeiten dürfen bei einem Münchner Großkonzern, habe da von der Pike auf ABAP-Programmierung erlernt und auch das SAP-HCM-System hoch und runter implementieren, einführen, upgraden dürfen und das Ganze im internationalen Kontext. War dann auch für die letzten Jahre für den gleichen Konzern international verantwortlich für die Softwareentwicklungsabteilung im SAP-Umfeld und ja, habe in dem Zusammenhang dann auch viele technische Projekte verantworten dürfen. Jetzt seit 2008 hier bei Projekt 0708, bin hier in der Geschäftsführung tätig, bin nach wie vor im Felde unterwegs, also beratend bei unseren Kunden aktiv. Und mein Schwerpunkt aufgrund meiner Historie, große Überraschung, sind nach wie vor die On-Premise-Lösungen der SAP. So um so ein paar Schlagworte zu nennen, die SAP Self-Services, das SAP Org-Management, die Talent-Management-Module wie etwa das E-Recruiting treiben mich nach wie vor um. Und natürlich auch das heutige Thema, nämlich Prozesse und Formulare. Ja, genau. Danke dir, Michi, für deine Vorstellung. Und dann sind wir ja auch schon direkt beim Thema. Du hast das eingeleitet. Prozesse und Formulare ist vielleicht noch nicht all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen so geläufig, auch wenn sie vielleicht schon etliche Jahre im SAP-HCM-Umfeld unterwegs sind. Ja, magst du vielleicht zu Beginn erstmal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dazu abholen, was ist denn Prozesse und Formulare? Das mache ich sehr gerne, Sabrina. Also, Prozesse und Formulare ist im Kern ein Toolset, wie ich es immer nenne, ein Werkzeugkasten und auch integraler Bestandteil vom SAP-HCM-System. Und das ist, wie gesagt, nicht immer bekannt, hat auch eine lange historische Entwicklung, die ich Ihnen jetzt aber im Detail ersparen möchte. Also, wichtig zu wissen ist, P&F ist ein Modul im Standard und gibt es auch schon lange Jahre, hat dementsprechend einen relativ hohen Reifegrad erreicht, wurde jetzt auch erst 2019, also in gar nicht so langer Vergangenheit, mit SAP-Oberflächen im Bereich Fiori ausgestattet, also mit einer modernen Designsprache versehen. Ja, es gibt etwa 140 beispielhafte Prozesse in diesem Standardumfang, in diesem Baukasten, die aber, anders wie es im Bereich der Self-Services beispielsweise, nicht dazu dienen, aktiviert zu werden, sondern sind eher als Kopiervorlagen zu verstehen, die man dann unternehmensspezifisch implementieren kann. Und genau das ist auch im Kern der Fokus von dem Framework oder Toolset P&F. Es dient dazu, standardnah Prozesse zu digitalisieren, immer dann, und das ist wichtig, wenn eben der SAP-Standard an seine Grenzen kommt. Und das wäre auch immer gleich meine Empfehlung, denn wenn Sie Funktionalitäten im Standard haben, dann sind die wesentlich mächtiger und auch am Ende des Tages für Sie kosteneffizienter einzuführen. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann können Sie auf P&F zurückgreifen. P&F kann aber auch noch viel mehr. Also
mobile Szenarien ermöglichen beispielsweise. Das ist aufgrund von der Oberflächentechnologie Fiori jetzt eben seit einiger Zeit möglich. PMNF basiert auf den ganzen klassischen bewährten SAP-Technologien, also zum Beispiel auf ABAP, was klar ist, aber auch Business Workflow. WebDim Pro ABAP war bis vor Fiori eine Oberflächentechnologie, die man alternativ wählen konnte. Neben den ganz ursprünglichen Adobe Interactive Forms, das ist auch bei vielen SAP-Anwenderunternehmen noch nach wie vor der Stand der Dinge, und das ist eben zwischenzeitlich definitiv nicht mehr der Fall. Also man kann auch Oberflächen bereitstellen, Antragsformulare bereitstellen, die eben nicht auf Adobe Interactive Forms basieren. Und das Beste kommt zum Schluss. Dadurch, hatte ich schon erwähnt, dass PNF integraler Bestandteil vom SAP HCM-System ist, haben Sie, liebe HörerInnen, die Lizenzkosten in der Regel auch schon ausgegeben. Sprich, Sie müssen keine Lizenzkosten für diese Engine, für diesen Baukasten ausgeben, sondern haben den in der Regel schon vollwertig lizenziert. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber in der Regel ist das dann eben schon von Ihnen käuflich erworben worden. Danke dir für den kurzen Überblick, und das ist natürlich immer sehr attraktiv, wenn dann keine zusätzlichen Kosten entstehen. Genau, aber jetzt wäre mal die Frage noch, wie kann ich jetzt als Unternehmen herausfinden, ob Prozesse und Formulare die richtige Technologie ist, um meine Digitalisierungsvorhaben im HR voranzutreiben? Du hattest es gerade schon angesprochen, alles, was über den Standard hinausgeht, beziehungsweise nicht mit dem Standard abzudecken ist, da kommt ja dann auch oft die Fragestellung der Eigenentwicklung auf. Wie kann man das vielleicht ins Verhältnis setzen? Oder kannst du uns da nochmal ein bisschen Einblicke geben? Was kann man mit PNF tatsächlich umsetzen? Ja, das ist in der Tat eine sehr spannende Frage, Sabrina, denn es ist auch eine sehr individuelle Angelegenheit. Also die Ausgangssituation des Unternehmens ist da ausschlaggebend und natürlich auch die Marschrichtung, in welche Richtung das Unternehmen gehen möchte. Also Stichwort SAP SuccessFactors, die Cloud, will heißen, man muss einfach gucken, welche HR-IT-Strategie und welche Roadmap verfolgt das Unternehmen und wo möchte es hin? Wie sieht das Zielbild aus? Viele wissen es ja, es wird eine Nachfolgelösung für das allseits beliebte SAP Human Capital Management, also das klassische On-Premise-System, geben, namentlich H4S4, also ab 2022 SAP HCM vor S4HANA als Nachfolgeprodukt für das bisherige System angekündigt und wird auch schon mit Spannung in der Community erwartet. Dort eben ist zum Beispiel PNF auch integraler Bestandteil nach meinem Kenntnisstand. Also wird auch die Lösung zukünftig, wenn man sich als Anwenderunternehmen für On-Premise entschieden hat und das auch nach wie vor verfolgen will oder zumindest hybride Systeme anstrebt, dann kann man auch langfristig auf diesen Toolset setzen. Dort ist noch ein paar Kunden gefragt. Also Frage ist halt auch, hat das Unternehmen beispielsweise in der Vergangenheit schon viel investiert? Also sind zum Beispiel die SAP Self-Services schon flächendeckend ausgerollt? Und jetzt muss man wissen, PNF fügt sich nahtlos in die klassischen On-Premise-basierten ESS-MSS oder Employee Manager Self-Services ein. Das bedeutet, wenn ESS-MSS gegeben ist und vielleicht auch bei einem großen Unternehmen weltweit ausgerollt ist, dann liegt PNF wirklich auf der Hand, denn dann hat der Endanwender, Stichwort UX, gar keinen Medienbruch und stellt im Zweifel gar nicht fest, ist das jetzt SAP-Standard oder eine standardnahe Umsetzung auf Basis von PNF, was er da gerade an Daten eingibt und Formularen ausfüllt. Ebenfalls noch so ein ganz wichtiger Faktor ist, welches Know-how ist beim Unternehmen intern gegeben. Also wenn das Unternehmen intern über Entwicklerressourcen verfügt, aber Programmierer, die vielleicht auch schon sehr geübt und versiert sind im Umgang mit Business Workflow beispielsweise oder den sonstigen Technologien, die es so gibt im SAP-Kosmos, dann tut man sich leicht, auch PNF-Know-how draufzusatteln und dann auch PNF-basierte Prozesse zu implementieren. Das sind vielleicht mal zwei, drei Ideen, ja, wie man sich dem Sachverhalt des Unternehmens nähern kann. Nochmal, du hast es auch gerade angeschnitten bezüglich H4S4 und Premise-basierte Welt im Umstieg zu H4S4. Und es ist ja tatsächlich so, dass die SAP wirklich als Go-Forward-Strategie Cloud angibt. Und ich denke, das ist jetzt auch ein Punkt, der viele unserer Zuhörerinnen interessiert. Lohnt es sich? Du hast es kurz angeschnitten. Vielleicht magst du noch mal kurz ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Wenn man aktuell noch hybride Systemlandschaften nutzt, lohnt es sich dann wirklich noch in PNF zu investieren? Oder wie kann ich, wenn ich jetzt Kunde bin, der sich auch ebenfalls der Cloud-Strategie anschließt, trotzdem noch von PNF profitieren? Genau, also auch hier gilt so ein bisschen die Beraterantwort, es kommt darauf an. Die erwähnten Bereitstellungsoptionen, das wäre auch mal so
im Vorfeld zu klären, ja, mit dem Kunden zu diskutieren, ja, welches Zielbild existiert. Wenn ich als SAP-Anwenderunternehmen zum Beispiel einen Full-Cloud-Ansatz anstrebe, also 100% meiner personalwirtschaftlichen Funktionalitäten in die Cloud verlagern möchte und da auch schon vielleicht eine Roadmap entwickelt, einen Bebauungsplan festgelegt habe, dann macht P&F wahrscheinlich keinen Sinn mehr. Wobei wir auch Kunden haben, kleine Randbemerkung, die trotz eines solchen Vorhabens P&F als Brückentechnologie implementiert haben, weil natürlich der Weg hin zu so einer Zielsetzung, zu so einem Zielbild ein sehr langer sein kann und auch mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann unter Umständen. Und dann macht es vielleicht doch wieder Sinn, auf P&F zu setzen, um jetzt eben in der Zwischenzeit eine Antwort zu haben und als Unternehmen Prozesse im personalwirtschaftlichen Kontext digitalisieren zu können. Mhm. Also das ist immer eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Es gibt auch noch Kunden, die langfristig auf einen hybriden Ansatz setzen werden, also Stichwort Talent Hybrid oder Core Hybrid. Auch da kann der Einsatz von P&F sinnig sein. Und ja, du hast es ja auch nochmal angesprochen, H4S4 als Nachfolgelösung von dem beliebten SAP HCM-System. Wenn ein Kunde in diese Richtung gehen sollte oder tendiert und da vielleicht jetzt noch weitere Analysen fahren will, by the way, auch da unterstützen wir natürlich gerne als Beratungspartner. Also auch dann kann es schon durchaus noch Sinn machen, P&F-Prozesse einzuführen, insbesondere wenn man die erwähnten SAP-Self-Services schon in Verwendung hat. Um das Ganze jetzt nochmal für mich und auch für unsere Hörerinnen vielleicht etwas greifbarer zu machen, wie läuft denn so ein P&F-Projekt in der Praxis ab? Also wie muss ich mir das vorstellen? Vielleicht hast du auch ein paar konkrete Kundenbeispiele bzw. Use Cases dabei, von denen du uns ein bisschen erzählen kannst und Einblicke geben kannst. Das mache ich gerne, Sabrina. Also zu dem ersten Teil deiner Frage, auch hier wieder so ein bisschen die Fragestellung, wie der Kunde vorgehen möchte. Wir haben Kunden, die beispielsweise in agilen, Scrum-artigen Vorgehensmodellen und Projektvorgehensweisen solche Vorhaben gerne angehen. Das heißt, man will sich dem Thema nähern, weiß aber noch nicht ganz genau, wo die Reise hinführen soll. Das heißt, das Ergebnis ist sozusagen noch offen. Man will sich erstmal angucken, was kann vielleicht so ein Prototyp von P&F leisten? Oder wie fühlt sich das an, wenn man so eine Lösung implementiert? Wo sind die Grenzen von P&F? Wie aufwendig ist das Ganze? Wenn man so vorgehen will als SAP-Anwenderunternehmen, dann ist das natürlich eine gute Vorgehensweise. Dann fängt man vielleicht mit einem Prototypen an, ein ausgewählter Prozess, den man dann implementiert und in der Praxis erprobt. Durchaus legitim, diese Vorgehensweise. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch ganz klassisch vielleicht in einem Wasserfall-modellartigen Projekt vorgehen, sich nochmal der Materie, ich sage jetzt mal ein bisschen akademischer, nähern und sich angucken, welche Prozesse man dann generell overall zu digitalisieren hat. Und meiner Erfahrung nach sind das immer sehr viele Prozesse, die da so auf der Agenda stehen bei den Anwenderunternehmen. Und wenn man nochmal genauer hinguckt, sind vielleicht einige davon im SAP-Standard zu verorten. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Immer dann, wenn der SAP-Standard Funktionalitäten bereithält, dann bietet es sich an, das auch anzustreben oder diese Funktionalität heranzuziehen. Aber wenn man diese Evaluation abgeschlossen hat, dann kommen meistens sehr, sehr viele Prozesse raus im personalwirtschaftlichen Umfeld, wo dann doch der Standard seine Grenzen hat. So, und dann gehe ich immer in unseren Projekten her und gucke, welche dieser Prozesse, die jetzt zu digitalisieren gilt, sind denn wie komplex. Mhm. Also komplex im Hinblick auf die Systemkomplexität, aber auch die Prozesskomplexität. Sind da vielleicht jetzt 2 oder 3 Genehmigungsstufen zu implementieren, abzubilden, oder sind es 10 oder 12? Welche Systeme sind am Ende des Tages zu involvieren? Sind das ausschließlich SAP-Systeme oder sind da vielleicht auch Non-SAP-Systeme einzubetten? Auch das haben wir schon in der Vergangenheit gemacht und ist technisch alles denkbar. Aber umso komplexer, umso aufwendiger, umso kostenintensiver. Mhm. So kann man das ganz pauschal mal sagen. Und deswegen guckt man einfach, ja, vielleicht auch im Rahmen eines Scoping-Workshops, um sich dem Thema erstmal in kleineren Schritten zu nähern und nicht in so einem großen Fachkonzept, was auch dann sicherlich mal ein paar Wochen oder sogar Monate dauern kann. Ja, schaut man vielleicht auch, wie häufig werden die Prozesse überhaupt benötigt. Ja, ist das ein Prozess, der einmal im Jahr ausgeführt wird und dann vielleicht auch längere Zeit braucht, um sich zu amortisieren? Oder sind das hochfrequentierte Anwendungsfälle, wo jeden Tag vielleicht hunderte von Endanwendern sich mit irgendwelchen manuellen Prozessen herumschlagen? Und dann lässt sich in der Tat sehr leicht ein Business Case rechnen und vielleicht auch P&F dann für diesen Anwendungsfall implementieren. So, und der zweite Teil deiner Frage war ja, ob ich ein paar Kundenbeispiele habe. Und da habe ich eine ganze Reihe von
Praxisbeispielen, Kundenbeispielen. Ich möchte mal drei kurz erwähnen. Und zwar haben wir bei unserem Referenzkunden der Linde-Gruppe einen sehr spannenden Anwendungsfall gehabt, den wir mit Prozesse und Formulare abbilden durften. Und zwar das Thema External Management. External Management, da geht es darum, externe Mitarbeiter, so wie wir, also Leih-, Leasingkräfte, externe Berater, bekannt zu machen im Hinblick auf Systemzugänge, Accounts, aber auch Berechtigungen. Und das Ganze wurde bei Linde von uns auf Basis von P&F digitalisiert und ist jetzt weltweit bei Linde in Verwendung, global in über 30 Sprachen im Einsatz. Und zwischenzeitlich werden, also das sind auch etwas ältere Zahlen, aber es müssten inzwischen sogar mehr sein, ca. 1500 Prozesse im Monat auf dieser Basis abgebildet. Das heißt, das sogenannte Registrieren von Externen, also das Anmelden, aber auch das Deregistrieren, das Abmelden von Externen, wenn die das Unternehmen wieder verlassen haben, läuft bei Linde komplett über P&F. Ein zweiter Kunde, DM Drogeriemarkt, die haben, das ging auch damals durch die Medien, eine sehr intensive Digitalisierungsstrategie verfolgt und haben damals, ich glaube, es waren etwa 20.000 Smartphones angeschafft, um eben die Filialmitarbeiter mit diesen Endgeräten auszustatten. Und Vorgabe war, dass alle Prozesse auf diesen mobilen Endgeräten lauffähig sein müssen. Und dazu gehören natürlich auch die personalwirtschaftlichen Prozesse, also zum Beispiel das Beantragen von neuen Arbeitszeitmodellen oder die sogenannte Mitarbeitereinsatzplanung. Das ist nochmal ein anderer, etwas anderer Case gewesen, aber auch am Ende des Tages musste dieser lauffähig sein, mobil lauffähig sein. Und all diese Prozesse haben wir damals dann auf Basis von P&F implementiert und sind heute auf den Smartphones dieser Filialmitarbeiter lauffähig. Und last but not least, ein dritter Kunde aus dem VW-Konzern, die Firma MAN kennt man, Nutzfahrzeugsparte, und die wiederum haben vor, ja, das ist schon wieder ein paar Jährchen her, das sogenannte Planstellen-Controlling oder Planstellen-Management auf Basis von P&F digitalisiert. Da ging es damals darum, die Prozesse rund um das SAP-Org-Management zu automatisieren und so effizient wie möglich abzubilden. Will heißen, das Beantragen von Planstellen oder das Verschieben von Planstellen wird heute über P&F und am Ende des Tages über Workflows weitestgehend ohne Sachbearbeiterbearbeitung durch die Organisation getragen. Ja, danke dir, Michi, für die spannenden Einblicke, vor allem für die Use Cases. Den einen oder anderen habe ich auch schon live gesehen, auf jeden Fall super beeindruckend. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was gibt es denn sonst noch für klassische bzw. typische Antragsprozesse bei P&F? Es gibt so ein paar Klassiker, die uns immer wieder über den Weg laufen. Das ist zum Beispiel der Mehrarbeitsantrag, vor allem in großen Organisationen. Wenn auch vielleicht ein Betriebsrat gegeben ist, dann ist das ein Evergreen, ja, also das Beantragen von Mehrarbeitszeiten. Dafür gibt es in der Tat inzwischen, oder solle es geben, so muss ich sagen, einen Standard ESS-MSS-Service. Der ist aber, glaube ich, jetzt im Dezember 2021 noch nicht verfügbar. Müsste ich mal wieder in die SAP Apps Reference Library reingucken. Aber bis dato war das eben nicht der Fall. Also der Mehrarbeitsantrag ist ein Klassiker. Aber ansonsten gibt es eine ganze Reihe von Prozessen. Also zum Beispiel die Versetzung eines Mitarbeiters, der Austritt eines Mitarbeiters, was ja oftmals über ganz viele Stakeholder und Prozessbeteiligte über die Organisation hinweg geschleust werden muss. Aber auch bei, sage ich mal, ganz essentiellen Lebensereignissen der Mitarbeiter, sage ich mal dazu, also bei der Heirat, bei der Scheidung, bei der Geburt eines Kindes, da muss vielleicht auch eine Geburtsurkunde des Kindes hochgeladen werden und an Personal übermittelt werden, weil vielleicht auch damit Sonderurlaubstage einhergehen, die Beantragung von Erziehungsurlaub, die Änderung der Arbeitszeit, vielleicht sogar eine außerordentliche Gehaltsanpassung. Das sind dann so Themen, wo dann auch nochmal zu gucken ist. Hier gäbe es zum Beispiel auch ein SAP Enterprise Compensation Management, also eine Standardfunktionalität, da muss man dann schon genau gucken, hatte ich ja vorhin erläutert, wo setzt man dann wirklich auf P&F oder setzt dann auf die Standardfunktionalität. Aber das waren jetzt mal so zwei, drei Beispiele, die uns immer über den Weg laufen. Am Ende des Tages entscheidet die Kreativität des Kunden, was man jetzt auf Basis von P&F denn digitalisieren möchte an Antrags- und Genehmigungsprozessen. Jetzt möchte ich nochmal auf ein anderes Thema umschwenken. Und zwar SAP Fiori. Das Thema, wenn es um User Experience geht und gerade um moderne Benutzeroberflächen, dann ist ja SAP Fiori
die moderne Oberflächentechnologie der SAP, die immer genutzt wird. Wie ist es denn beim SAP Framework P&F? Wie fiorisiert ist es denn? Ja, eine gute Frage. Ich habe es vorhin schon gestriffen, das Thema. Ursprünglich Adobe Interactive Forms, das war die einzige Möglichkeit, P&F beim Kunden zu implementieren für lange Jahre. Dann kam eben in einer weiteren Ausbaustufe seitens der SAP WebTempo ABAP dazu. War auch lange Zeit vorzufinden bei den Kunden, ist auch hier und da noch das Mittel der Wahl. Aber natürlich seit 2019 SAP Fiori. Da wurden von der SAP zwei Apps bereitgestellt, die auch in der Regel reichen, um Antragsprozesse von P&F zu digitalisieren. Aber natürlich, ja, wie sollte es anders sein, es gibt immer wieder mal Anforderungen, die dann über den Standard hinausgehen. Und da muss man natürlich genau gucken, Stichwort Kosten-Nutzen-Verhältnis, reicht es aus, dass ich die SAP Standard Fiori Apps maximal ausreize und die zum Einsatz bringe? Oder aber, und das ist oftmals dann in der Tat in der Praxis auch notwendig, muss ich einen Kunden individuellen Weg gehen. Und das ist jetzt auch ein Bereich, wo wir eine sogenannte Beraterlösung entwickelt haben im Laufe der Jahre. Das bedeutet, wir haben immer wieder den Case, dass die Kunden sehr komplexe Benutzeroberflächen haben, weil es eben komplexe Beantragungsprozesse sind, die mit P&F abgebildet werden. Und da reicht dann in der Tat der Standard oftmals nicht. Und was man dann machen kann, ist, man schaut sich das genau an. Hier haben wir auch entsprechende UX-Designer und Experten immer wieder mal in den Projekten zum Einsatz gebracht, die in der Lage sind, unabhängig jetzt von SAP Fiori, also der Designsprache, userzentriert die Anforderungen zu erheben und zu interpretieren und dann auch in Technologie münden zu lassen, sodass man dann auch wirklich eine maximale UX für die Kunden und für die SAP-Endanwender, die ja auch oftmals Gelegenheitsanwender sind und nicht mit SAP-Software zu tun haben, sodass man die halt dann da auf diesem Wege bereitgestellt bekommt. Jetzt hattest du gerade nochmal ein neues Thema angeschnitten, und zwar war das P&F-Berater-Framework. Was haben wir denn da entwickelt? Möchtest du uns da nochmal einen kleinen Einblick zu geben? Ja, gerne. Ist auch nicht selbsterklärend, hätte ich vielleicht gleich ein bisschen näher ausführen sollen. Also wir nennen es auch den P&F-Fiori Connector. Und das ist nichts anderes als eine Lösung, die wir im Laufe der Jahre bei den Kunden immer wieder implementieren durften. Das bedeutet ein generischer Layer, wenn ich es mal ein bisschen technischer ausdrücken darf, der dazu dient, die Entwicklungsaufwände von Fiori-Oberflächen auf Basis von SAP UI 5, soweit es irgendwie möglich ist, zu reduzieren. Also die Aufwände und dann folglich auch die Kosten. Denn P&F, muss man wissen, hat eine Funktionalität im Bauch, die erstmal komplett losgelöst ist von der Oberfläche. Das heißt, theoretisch könnte ich auch eine komplett andere Oberflächentechnologie, ich sage jetzt mal ein Microsoft SharePoint beispielsweise, darüber legen und im Hintergrund, im Backend-System P&F ansprechen. Und diese Funktionalität haben wir uns zunutze gemacht und haben eben eine sehr generische Beraterlösung, wie wir es eben auch nennen, drüber gelegt, die es uns ermöglicht, dann Implementierungsaufwände zu reduzieren und trotzdem eine maximale kundenspezifische und somit userzentrierte Oberfläche bereitzustellen. Also nochmal mit einfachen Worten, ein schlanker Ansatz, um Benutzeroberflächen kundenspezifisch bereitstellen zu können. Jetzt macht's absolut Sinn. danke auch dafür. Bitte, bitte. Genau, haben wir auch eigens entwickelte sozusagen Best-Practice-Apps, wo wir wissen, dass die Nachfrage extrem hoch ist, kundenseitig. Du hattest ja zu Beginn gesagt, dass sozusagen es keine klassischen Standard-P&F-Apps gibt, sondern einfach diese 140 Templates, aus denen man sich dann sozusagen das eigens dann nochmal individuell konfiguriert. Ja, haben wir in der Tat. Also es ist so, dass der Antragsprozess, also eine Workflow-basierte, formularbasierte Dateneingabe, die dann über verschiedene Prozessteilnehmer hinweg und zwar auf Basis von P&F implementiert wird, das ist das eine. Aber oftmals gehen die Anforderungen der Kunden in solchen Digitalisierungsvorhaben da auch darüber hinaus. Und insofern haben wir auch schon dieser Linde-Case, den ich vorhin angesprochen habe, ist auch so einer, über diese P&F-Funktionalität hinweg weitere Funktionen bereitgestellt. Und die wiederum in Summe orchestriert bilden dann eine gesamte Lösung. Und vielleicht mal ein Beispiel, die sogenannte Prozessübersicht. Das ist eine SAP UI 5-basierte App, die wir dann
beim Kunden zum Einsatz bringen, wenn über den gesamten Prozessablauf hinweg eine maximale Transparenz für alle Endanwender gegeben sein soll. Und das ist nichts anderes als eine Übersicht aller Prozesse, filterbar nach bestimmten Sachverhalten, wie zum Beispiel dem Prozessstatus oder den Namen des Antragstellers oder vielleicht auch den Prozesstyp. Und wenn man das entsprechend in einem Fiori Launchpad einbettet, hat man die maximale Transparenz. Das heißt, jeder ist zu jedem Zeitpunkt in der Lage zu gucken, wo steckt denn gerade mein Prozess? Wer ist gerade am Zug und bearbeitet diesen? Somit kann man natürlich auch Prozesslaufzeiten entsprechend reduzieren. Ein anderes Beispiel wäre etwa unser Sachbearbeiter-Cockpit. Da verlassen wir jetzt zwar SAP Fiori, aber es ist dennoch interessant, denke ich, für den einen oder anderen Kunden mal diesen Anwendungsfall zu hören. Da handelt es sich am Ende des Tages um eine Funktionalität im SAP HCM Backend-System, die die Power-User, die Experten, die vielleicht in der Entgeltabrechnung sitzen und die am Ende eines P&F-Prozesses die Antragsdaten dann in Form von Infotypen verbuchen wollen und müssen, die werden damit in die Lage versetzt, das Ganze halbautomatisch durchzuführen. Das heißt, P&F ist eigentlich in der Lage, die Antragsdaten, sobald diese genehmigt sind, im Hintergrund, also dunkel, zu verbuchen und in die Infotypen zu persistieren. Aber oftmals will man das vielleicht gar nicht. Das heißt, eben hier im Umfeld von der Entgeltabrechnung, da will dann nochmal eine spezielle Person drüber gucken oder im Sinne eines Vier-Augen-Prinzips soll dann nochmal drauf geschaut werden. Da kann eben dieses Sachbearbeiter-Cockpit zum Einsatz kommen. Das heißt, die Antragsdaten, die zuvor über P&F genehmigt wurden, werden dann zur Verbuchung vorgeschlagen und können gegebenenfalls nochmal nachgebessert werden oder auch überprüft werden, bevor es dann letztendlich auch in die Infotypen wandert. Das wären jetzt mal zwei Beispiele, aber im Laufe der Jahre haben wir da ganz, ganz viele verschiedene Funktionalitäten in Form von Best-Practice-Apps sammeln dürfen, implementieren dürfen und können dann da auf einen reichen Fundus zurückgreifen, falls es notwendig ist. Kann man denn dann in Bezug auf die einzelnen Prozesse auch eine Aufwandsimplikation abgeben, was so ein Prozess zu digitalisieren, was das beinhaltet, wie sieht so ein Setup dann aus, beziehungsweise mit welchen Aufwänden müssen unsere Kunden rechnen? Genau. Die Frage werde ich in der Tat jedes Mal gefragt, Sabrina, ist auch immer eine sehr schwierige Frage, die ich eigentlich nur falsch beantworten kann. aber ich versuche mich immer über die Prozesskomplexität dem Sachverhalt zu nähern. Und das ist das, was wir vorhin schon so kurz diskutiert hatten. Ich frage dann immer, wie komplex ist denn der Prozess und welche technologische Komplexität geht damit einher? Und da haben wir halt so Faustformeln. Also jetzt ein Prozess, der eine einfache Komplexität aufweist, den würde ich dann ja ungefähr bei 5 bis 10 Personentagen Implementierungsaufwand sehen, ein mittlerer Prozess bei etwa 10 bis 15 und ein Prozess, der wirklich sehr viele Prozessbeteiligte hat, vielleicht mehrere Systeme involviert, da würde ich dann 15 bis 25 Tage sehen. Jetzt muss man aber hinzufügen, dass es damit nicht getan ist. Und das ist auch ein Knackpunkt und eine Lessons learned, die wir haben bei solchen P&F-Vorhaben. Denn P&F rechnet sich immer erst oder meiner Meinung nach, wenn man eine kritische Menge an P&F-Prozessen oder HR-Prozessen zu digitalisieren hat. Denn was man ja immer noch als Option im Raum hat, ist die komplette kundenspezifische Implementierung. Das ist ja auch ein legitimes Mittel. Rechnet sich halt vor allem dann, wenn ich wenige Prozesse zum Umsetzen habe, also vielleicht nur 1 oder 2 Prozesse. Mhm. Ich sag mal, ab 3 Prozessen oder mehr, da wird dann P&F spannend, denn P&F bedeutet ja auch, das gesamte Framework zu initialisieren, ein Grundsetup betreiben zu müssen und dieser Invest, diese Rüstkosten, die rechnen sich nur, wenn ich eben mehrere Prozesse zu digitalisieren habe und wenn das mehr als, ich sage jetzt mal, 5 sind, dann ist das eine sehr gute Investition, die man an der Stelle tätigen kann. So, und das ist also natürlich eine reine technische Betrachtung. On top kommen dann immer Aufwände für das gesamte Projekt, Projektmanagement, ganz wichtig, das Change Management, was ja bei, ich sage jetzt mal, Softwareprojekten immer mit einhergehen sollte und wo wir natürlich auch gerne jederzeit unterstützen mit entsprechenden Experten. Aber hier kommt natürlich dann gegebenenfalls einiges noch an Aufwand on top. Und insofern immer sehr schwer, ist so ein bisschen Glaskugel gucken.
Klar. Aber das einfach mal so als Faustformel für dich. Ich glaube, das gibt einem ein ganz gutes Gefühl, einfach mal so eine Indikation zu haben. Und zwar sind auch nochmal ganz wichtige Punkte, die du da angesprochen hast, dass man einfach besser einschätzen kann, ab wann lohnt es sich und ab wann macht es tatsächlich Sinn und mit was muss man ungefähr rechnen. Ich denke, das Ganze muss man dann einfach nochmal in einem Scoping-Workshop abstecken und die gemeinsamen Anforderungen bestimmen. Ja, in der Tat. Also ein Scoping-Workshop kann ich auch nur jedem Kunden empfehlen und nahelegen, der sich dem Thema nähern möchte. Denn in so einem Format kann man schon mal ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen bringen, wie ich immer sage, und kann sich nochmal ganz speziell ihren Anforderungen und Rahmenbedingungen widmen und die auch durchdringen und dann da vielleicht auch nochmal andere Handlungsempfehlungen aussprechen. Also so ein Scoping-Workshop, der bietet sich wirklich in der Tat an, wenn man sich dem Thema nähern möchte. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon fast am Ende unserer Podcast-Session angelangt. Vielleicht magst du zum Abschluss einfach noch ein paar Erfahrungen, Lessons learned, die du aus so P&F-Projekten mitgenommen hast, mit unseren Hörerinnen teilen. Das mache ich gerne, Sabrina. Ja, also wo fange ich da an? Da gibt es eine ganze Reihe von Lessons learned. Einen Punkt, den ich immer wieder bringe und der auch meiner Ansicht nach sehr wichtig ist, ist, dass man sich im Vorfeld mit den genauen Prozessabläufen auseinandersetzt. Das klingt sehr einfach und logisch, aber manchmal ist das halt dann doch die Herausforderung, wenn es dann darum geht, wirklich zu entscheiden, wer bei welcher Entgeltgruppe oder bei welchem Tarif, bei welcher Tarifstufe dann wirklich den Vorfall genehmigen darf oder welche Person, welches Gremium, welcher Prozessteilnehmer, was dann auf den Tisch bekommen sollen in Form eines Work-Items. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ein Prozessablaufplan, vielleicht auf Basis von BPMN 2.0 oder ähnlichen, also einer Visualisierungssoftware, das ist essentiell und sollte wirklich, wenn es noch nicht vorliegt, im Rahmen des Projektes aufgenommen werden. Dann, ja, ich sage auch immer, den Elefanten in verdaubare Häppchen zerteilen. Das bedeutet, eine Roadmap entwickeln. Also vor allem, wenn das Unternehmen mehrere Prozesse zu digitalisieren hat, vielleicht sogar 5, 10, 15 oder noch mehr, dann muss man aufpassen, dass man sich nicht überhebt und dann gar nicht live geht. Und dann ist es sinnig, meiner Ansicht nach, das Ganze in verschiedene Ausbaustufen zu schneiden und dann vielleicht im ersten Schritt, je nachdem, welche Strategie man verfolgt, aber vielleicht im ersten Schritt, die Prozesse live zu setzen, die am häufigsten genutzt werden, also eine hohe Frequenz aufweisen und vielleicht auch von der Komplexität her leicht sind. Das heißt, da hat man dann sehr schnell Effekte, wenn man die auf die Straße bringt und so kann man sich dann peu à peu der Zielgeraden zuwenden. Und vielleicht nochmal einen Punkt, der eigentlich auch offensichtlich ist, aber der nicht zu vernachlässigen ist im Umfeld von Softwareprojekten oder Softwareentwicklungsprojekten, wie P&F am Ende des Tages auch ist, das Thema Testing. Und das möchte ich nochmal unterstreichen, wenn man jetzt komplexe Prozessabläufe hat, wo dann mehrere Prozessteilnehmer genehmigen müssen oder verschiedene Aktionen ausführen können müssen, dann wird ein solches Testing sehr schnell, sehr komplex und aufwendig. Ja, also dieses Testing, das möchte ich Ihnen nahelegen, liebe HörerInnen, das nicht zu unterschätzen, denn das kann wirklich sehr, sehr aufwendig werden und da bietet es sich auch immer an, eine Testpopulation heranzuziehen. Eine Testpopulation, was verstehe ich darunter? Das ist nichts anderes als eine Testumgebung von dezidierten Testpersonalstammsätzen oder Testorganheiten oder Testplanstellen, die mit entsprechenden Usern und Berechtigungen im Entwicklungssystem, aber auch auf dem Qualitätssicherungssystem bereitgestellt werden, die das Projektteam in die Lage versetzen, einen solchen Antragsprozess von A bis Z durchzuspielen und natürlich auch die beteiligten Entwickler eventuelle Problemfälle dann auch nachzuvollziehen und zu debuggen am Ende des Tages. Also das Thema Testing müssen Sie bitte ernst nehmen bei solchen Projekten. Ja, danke dir, Michi, auch nochmal für diese ganzen Lessons learned. Sowas finde ich immer super wichtig, weil man da einfach aus den Erfahrungen der Vorprojekte super profitieren kann. Genau, wir möchten Sie nochmal ganz zum Abschluss auch nochmal darauf hinweisen, dass wir das ganze Thema Prozesse und Formulare auch in Form eines Webinars schon mal live demonstriert haben an dem Prozess der Mitarbeiterversetzung. Da können Sie das auch dann innerhalb von einer Live-Demo sehen. Einfach bei uns auf der Webseite Digitalisierung im HR mittels SAP Toolbox ist der Titel des Webinars mit Prozesse und Formulare. Können Sie jederzeit anfragen und sich dann on demand ansehen. Das wäre es jetzt noch von meiner Seite.
Vielen Dank, sage ich erstmal, Michi, an dich für den super Input. Ja, das nächste Mal bist du wahrscheinlich wieder in der anderen Rolle genau. vertreten. Oder wir belassen es bei dieser Konstellation. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Sehr gut. Genau, das letzte Wort will ich dir noch überlassen. Auch von meiner Seite nochmals vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema ein wenig näher bringen. Es ist nicht ganz so einfach in einem solchen Audio-Podcast-Format. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie jederzeit gerne auf uns zu und dann können wir das natürlich auch jederzeit für Sie nochmal in einem Video oder Live-Demo-Call für Sie ermöglichen. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast@projekt0708.com.